Hallihallo und herzlich willkommen zum nächsten Part oder zur nächsten Folge, besser gesagt von Let's Play FIFA 16 von und mit mir, dem Vampage. Und ja, ihr seht schon richtig, heute steht das nächste Spiel in der Europa League an, und zwar gegen Giron und Bordeaux. Die haben, wie wir hier sehen, ihr erstes Spiel auch gegen den FC Sion gewonnen. Und ja, heißt also, wir treffen heute auf eine Mannschaft, die in der Europa League auch noch ungeschlagen ist. Und die Ausstellung haben wir ja schon beim letzten Mal gemacht. Und jo, dann würde ich sagen, lassen wir das so. Und wollten wir noch was gucken. Spieler des Monats, wer ist das? Manchester United Mata, okay. Ne, da würde ich gleich sagen, fangen wir nicht lang schnacken. Mehr zocken. So, klassisch, ja. Ne, haben wir nicht, ja. Wir spielen in Rot. Die spielen im Heimtrikot. So wie wir auch. Und dann haben wir natürlich auch wieder einige Parallelspiele. Machen wir natürlich alle an, dass wir auch zu allen Spielen die Zwischenstände durchgesagt bekommen oder angezeigt bekommen. Und nicht wundern, dass ich mich etwas kränklich anhöre oder dass ich mich so ein bisschen räusper oder so, weil ja, ich bin etwas krank. Aber das soll mich ja nicht daran hindern, hier ein bisschen FIFA zu zocken, für euch aufzunehmen und euch zu unterhalten. So, was muss ich jetzt hier für eine Scheiße machen? Ich glaube, das war falsch. Ah, egal. Und komm, einmal will ich schaffen. Was muss ich denn hier machen? Hä? Ach, leck mich doch am Arsch. Kein Bock. So, in Bordeaux, im Waldstadion. Das heißt natürlich nicht in echt so. Ich weiß jetzt aber auch gar nicht, wie das Stadion von Bordeaux heißt. Aber das heißt sich garantiert Waldstadion. Das könnt ihr mir loben. So, heute also wieder Europa League. Hier sehen wir nochmal die Tabelle. Liverpool und Bordeaux. Bislang die siegreichen Mannschaften aus der Gruppe. Und wenn wir heute gewinnen sollten, wäre das schon mal ein wichtiger Schritt in Richtung K.O.-Phase. Und hier haben wir Philippe Coutinho, der im letzten Spiel gegen Aston Villa ja einen Doppelpack erzielt hat. Und ich hätte nichts dagegen, wenn er heute wieder so einen Tag erwischt. Oh, guck mal an, die haben Sané. Aber das ist kein gewisser Leroy Sané aus der Bundesliga. So, hier nochmal Fairplay, so Handshakes vom Spiel. Gehört natürlich auch dazu. Das ist nochmal unsere Aufstellung. Mignolet, Klein, Varane, Skrittel, Moreno, Milner, Henderson, Coutinho, Lallana, Sturridge und Firmino in der Startaufstellung. Die Spieler sind heiß. Ich bin heiß. Also gehen wir es an. Wer ist denn eigentlich Schiedsrichter? Wird uns gleich angezeigt, okay. Na egal. Los geht's. Gegen Giron de Bordeaux in der Europa League. Da ist Sané gleich mal. Saivé, Gilbert. Lallana gewinnt jetzt mal gut den Ball. Henderson legt rüber auf Milner. Klein. Firmino. Die kommt gut. Ah, noch nicht. So, Roland oder irgendwie sowas. Komm hin da, ja geil. Henderson. Der Captain. Der Nachfolger sozusagen von Steven Gerrard, der ja lange Zeit bei Liverpool gespielt hat und eigentlich auch durchgehend als Kapitän aktiv war dort. Ach, nicht Lacazette, was. Hier, Lallana. Wie komme ich denn jetzt auf Lacazette, Alter? So, Contento.
Ist das der Contento, der mal bei Bayern gespielt hat? Schöner Ballgewinn von Milner. Coutinho. Durchstecken. Nice. Lallana. Lallana hat Platz. Oh, was macht der denn? Ja, der war ein Foul. Das war das Blödeste, was er hätte machen können, ey. Oh, warum legt er sich denn den Ball denn so weit vor, ey? Schöner Kopfball von Skriddle. Milner liegt weiter runter auf Lallana. Ah, scheiße, da wurde jemand einen Trickversuch. Ah, wieder ein Foul von Lallana. Also Lallana ist heute irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, etwas übermotiviert. Und hier ist, oh, unser nächstes Spiel in der Barclays Premier League ist das Derby gegen den FC Everton. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Also der Part kommt ja am Dienstag und der Part gegen Everton, da wo es dann das Derby gibt, gibt es dann am Freitag, also frisch zum Wochenende. Aber erstmal konzentrieren wir uns auf dieses Spiel hier. Wo Bordeaux sich gerade irgendwie besser anstellt als wir. Saive. Gilbert. Flanke ist gefährlich. Flanke ist gefährlich. Henderson! Oi, oi, oi. Nochmal gut geklärt. Warum kriege ich den Spieler nicht? So. Coutinho. Firmino. Setzt sich schön durch auf Coutinho. Schöner Pass. Coutinho, Coutinho. Coutinho. Schön gemacht auf Firmino. Firmino. Oh! Was? Der war aber haarscharf am Elfmeter, ey. Rauscht er da von hinten in die Beine rein. Also, hätte er den Ball nicht da getroffen, dann hätte es aber Elfmeter und rote Karte gegeben, glaube ich. Aber so gibt es halt nur Ecke. Ah, wird da nochmal zu uns geprallt, der Ball. Milner schießt, aber Sané blockt. Roland. Skrittel auf außen. Das lassen wir lieber. Geh mal lieber nach hinten und mach deine Arbeit da. Aber jetzt Bordeaux. Die kommen mit Diabaté, aber Varane klärt. Skrittel. Henderson. Coutinho. Sturridge. Am Lauf unten. Lallana. Abseits, okay. Hätte jetzt nicht so gesehen. Mal gucken. Na, okay, doch. Der berühmte Schritt zu schnell. Unterwegs, der gute Adam Lallana. Henderson. Milner. Schön gemacht auf Lallana. Der die ist gut. Die ist gut. Oh! Alter, Star Wars mit Seitverzieher. Und dann ist Coutinho überrascht, dass er denn noch am Ball kommt. Alter, wenn Star Wars den so macht, Alter, dann ziehe ich mich hier nackig aus. Oh shit. Nein, auch war Lallana. Certicho! Also die letzten Minuten vor der Halbzeit sind hier nochmal richtig spannend hier. Alter Schwede. Firmino klärt gut auf Moreno. So, und jetzt nochmal ein Konter. Das ist ja bisher in dieser Saison die Stärke von uns. Schöner Pass auf Coutinho kann nicht mehr. Scheiße, den müssen wir denn auch mal aus... Da macht der Torwart fast die Fehler. Dann müssen wir Coutinho auch mal auswechseln. Keine Ahnung. Lallana denn auf die Position stellen und dann haben wir Origi mitgenommen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, wird wahrscheinlich mit 0-0 in die Halbzeit gehen. Das haben wir aber häufig in dem Let's Play, ist mir aufgefallen, dass wir häufig mit einem 0-0 in die Halbzeit gehen.
Schade, dass sich da Moreno nicht durchsetzen kann. So, aber kein Gegentor noch kurz vor der Halbzeit fangen, bitte. Nein. Boah. Oder wir schießen noch ein Tor. Nein! Also, Halbzeit 0 zu 0 gegen Girondins Bordeaux. Bisher nicht das Spiel von Philippe Coutinho. Schüsse 0, Tore 0. Was logisch ist, wenn man nicht aufs Tor schießt, kann man auch keine Tore erzielen. Und ja, wo ist denn unser. Da, Sion gegen Kazan auch noch 0-0. Oh. Also, wir sind uns bisher in der Gruppe einig mit dem Ergebnis. Und dann wollen wir mal gucken, wie die zweite Halbzeit so verläuft. So, zweite Halbzeit beginnt. Wir haben Anstoß. Also ich will hier heute schon gewinnen. Weil, wäre, wie schon gesagt, wichtig in Richtung dann K.O.-Phase, auch wenn es noch ein langer Weg ist. Aber man kann sich dann schon ein bisschen absetzen von den anderen Mannschaften. Gerade auch wenn die anderen da Sion und Kazan 0-0 spielen oder allgemein unentschieden spielen. Das wäre dann schon ein wichtiger Schritt. So, jetzt kommt Maurice Bellay oder Bellay, keine Ahnung. Die ist gefährlich, Diabaté. Diabaté. Weg damit. Schön gemacht, Coutinho. Coutinho. Komm, lauf, Lallana. 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 Lallana! Schade. Mann, da schießt er zu spät, ey. Weißt du, wie am letzten Moment da mit der Hüfte oder mit, keine Ahnung, irgendeinem Körperteil dran gewesen. Aber wir spielen jetzt die Coutinho mal kurz an. Flanken dann rein, aber das war scheiße. Das müssen wir noch verbessern. Und diese Variante. James Milner wird da stark unter Druck gesetzt, aber macht ihn gar nichts, bringt den Pass sicher an Henderson. Sturridge. Sturridge macht das gut. Sturridge! Oh, warum zieht er denn nicht noch ein bisschen nach innen? Also wir sind hier klar die überlegene Mannschaft. Aber das nützt uns nichts, wenn wir die Tore nicht erzielen. So, Freistoß. Oh, das ist eine gute Position. Bloß wer wird die schießen? Doppelwechsel auf Seiten von Bordeaux. Sturridge wird den schießen, okay. Geht das in Ordnung so? Eigentlich muss Coutinho den schießen, wa? Lassen wir mal auch. Coutinho. Komm, mach den. Mach den, Junge. Mach den! Das gibt's nicht! Abgefälscht! Wir wollen hier und heute den Sieg. Auch wenn er den ein bisschen höher ansetzt, ey. Dann geht er rein. So, wir werden jetzt aber auswechseln. Und zwar werden wir Benteke für Sturridge bringen. Und wie gesagt, wir werden Lallana auf die Position von Coutinho machen und dann Coutinho auswechseln und Origi einwechseln. Das war's dann erstmal. Wir heben uns Einwechsel so wie immer auf. Naja, Coutinho sieht nicht gerade zufrieden aus mit seiner Leistung heute. Lallana. Und macht die Flanke gut rein. Oh, die war gut, aber er kommt mit Ticke nicht ganz zum Kopfball. Wie heißt der Punch hier? Pungier. Oh, oh. Wie habe ich ihm gedacht, der rennt jetzt aus mit dem Ball. Wir dürfen jetzt aber. Oh. Das wollte ich nämlich gerade ansprechen. Wir dürfen jetzt aber auch nicht zu offensiv werden. Weil ein Konter. Die machen Tor und dann stellen sich hinten rein. Und das warten. Aber Benteke hat jetzt die Riesenchance. Benteke! Das gibt es nicht!
Alter, Carrasco holt den raus. Boah, ich wollte erst sweaten, war? Ich wollte erst den runtersperren. Ich mir gedacht, nee, komm. Ey, Benteke, den musst du doch machen, ey. So, Plagil kommt jetzt. Ey, wir haben Chance, aber nutzen sie wieder nicht, ey. Skrittel, Skrittel, Skrittel! Ey, wir sind so weit von überlegen. Mann, das gibt es nicht. Das ist jetzt um Haare raufen hier. 7:1 Schüsse, ey. Also wenn Bordeaux das am Ende noch gewinnt, ey, dann ist das so weit von unverdient. So, da hat sich jetzt einer verletzt. Aber wenn die den Ball nicht jetzt ausspielen, brauchen wir halt auch nicht. So, komm, leg weiter. Nice. Origi. Origi. Origi, du hast Platz, Junge. Zieh nach innen. Origi! Das ist ein schlechter Witz. Das ist ein schlechter Witz, Mama! Mann! FIFA will nicht, dass wir hier gewinnen, Mama. Das kann nicht wahr sein. Firmino. Mann, und der kommt Firmino nicht vorbei. Mano. Das gibt es doch nicht. Wir könnten hier schon 2-3-0 führen, ey. Nochmal Origi. Das kann er doch werden, da. Was willst du mich verarschen, oder was? Das war ein schlechter Witz hier. Lalala, Mann, wieder abgeblockt. Was ist denn hier gerade los, ey? Boah, Origi mit zwei Aluminiumtreffern, ey. Das kann nicht wahr sein. Sag mal, ist das irgendwie ein Running Gag, ey, dass wir in fast jedem Spiel den Pfosten oder irgendwie so eine Scheiße treffen, ey. Boah. Das ist ja nicht mehr auszuhalten, ey. Falls ich gerade etwas zu laut gewesen sein soll, möchte ich mich dafür entschuldigen. Nein, Spaß. Man muss ja auch ein bisschen ausrasten hier, ja? Aber das ist doch nicht normal, ey. Wir haben einfach... Ich will nicht sagen, dass wir kein Glück haben. Also, heute haben wir kein Glück, ja. Aber generell in der Saison haben wir schon Glück. Aber heute irgendwie... nicht. Emre Can. Emre Can, Mann, ey. Ey, wir sind so überlegen, ne. Aber wir können die Kugel nicht hinter die Linie bringen. Warum kann der uns da nicht treffen und dann gibt's Elfmeter? Aber wahrscheinlich treffen wir da auch das Aluminium. Komm schon. Ein Tor. Ein fucking Tor. Nochmal Ecke. Ey. Ey, danach guck mir auf jeden Fall mal die Statistik an, ey. So, jetzt versuche ich mal was. Oh, Mann, Emre Can! Aber der wäre sowieso nicht ins Tor gegangen, glaube ich. Hier nochmal, ey, das kann ich wahrsinn. Zwei Schüsse, zwei Aluminium-Treffer. Mann, warum kann der nicht von da aus ins Tor springen? Mann, jo. Das kann doch nicht wahr sein. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es mögt, wenn ich so ausraste oder nicht. Boah, ey, dann spielen wir hier im Ernst 0-0 oder was? Halt den fest. Komm, eine Chance noch. Eine Chance noch. Und die bitte nutzen. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Lauf. Origi. 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 Ey, das ist so ein Scherz. Mann, ey, das kann nicht wahr sein! Das ist ein schlechter Witz, ist das! Ey, ganz ehrlich! Guckt euch das an, Alter! 13:1 Schüsse! Ey, das ist ein schlechter Witz, Mama! Das ist ein schlechter Witz! Wie viel haben die anderen gespielt? Rubin Kazan gewinnt auch noch 1-0. Boah. Ey, das kann nicht wahr sein.
So, was ist hier? Sergio Asenjo Sergio Asenjo Asenjo Bericht. Abschlussbericht, ja. Und ich habe eine Anfrage zu Leroy Sané rausgehauen. Hat mir ein Kollege privat gesagt, dass ich mal ihn beobachten soll. Vielen Dank dafür. Und ja. Joel, wegen meiner Einsatzzeiten. Trainer, ich bin nicht einer der Top-Spieler. Ja, aber ich denke, ich habe meine Einsatzzeiten verdient. Ja. Das entscheidet immer noch ich, ja, wer hier Einsatzzeiten bekommt, du scheiß Wichser. Mein Spaß. Manu! So, jetzt, ja, kommen wir. Wir werden ganz bestimmt nicht erwarten lohnen, wir verunsichern die. Aber ich glaube, das scheint ein Top-Spiel zu sein. Gucken wir mal in die. Ja, Alter, Zweiter gegen Dritter. Ihr könnt euch also im nächsten Part. Alter, guck mal, was ich sage. Rampage glaubt, FCL hat eine Schlagbahn. Ist ja auch so. Also, ihr könnt euch auf jeden Fall im nächsten Part freuen. Erstens auf ein Derby, was gleichzeitig auch noch ein Top-Spiel ist. Ja. Aktuell ist aus England, ja, gescoutete Spieler. Fernando Pettinari, okay. Portsmouth. Okay, ja, müssen wir gleich mal gucken, ob das jetzt so tragisch ist, dass wir die verloren haben oder nicht. Wo kann man noch mal gucken? Hier, wa? Hauptbericht lesen. So, wer ist er gern? Ey, ja, Ivan Torres, ja, kann man verkraften. Kann man auch verkraften. Oh, ist das der Bruder von Diego Godin? I don't know. So, dann haben wir. Ey, da bist 88. Aber er hat Potenzial bisher nur 38 bis 54, Alter. Nicht so gut. Na, nee. Ist verkraftbar. Kann Portsmouth gerne haben. Und ja, dann würde ich sagen. Erstmal gucken wir in den Kalender. Ja, danach haben wir Pause. Würde ich sagen, wir müssten so oder so mit der Top 11 angehen. Auch wenn ihr manche nicht so gerade vor Ausdauer strotzen. Aber ich glaube, ich wechsle sogar mal das Emre Can spielt für Milner. Flanagan. So, Allen kommt mal mit, dass er mal ruhig seine Schnauze hält. Tolisso. Sakko, ja, ich lasse das mal so. Ja, sonst gehen wir so an. Wir haben ja danach so eine Woche Pause knapp. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt bei diesem Part. Und ja, ich hoffe, ihr habt kein Hörtrauma bekommen bei meinem Geschrei. Wenn nicht, dann schaltet auch bitte beim nächsten Part wieder ein, wenn ihr dieses Kracherspin sehen wollt. Everton gegen FC Liverpool. Bis dahin. Haut rein.